ich habe gesagt, du tust ein schön Witz hier vorbringen, ne? Und wir müssen sehen, was du da vorhast, ne? Ja, weißt du, da oben bei dem Hans in sein Städtchen, ja, von die Kolonie, da, von die Wendebegat, da kriegt man ja bald alles immer so besser, ne? Hauptsache bei mir. Ja. Der Helmut geht auch gern dahin, will. Der ist neugierig, will. Von dem seine Freund, von dem Miro, ja. Und da haben sie dann erzählt an die vorige Woche, ja. Da wäre die Gret, heißt die Frau, ja. Ich weiß, ich kenne sie. Schöne Frau, sie. Haben sie was erzählt, was der passiert war, ja. Was ist da passiert? Da hat sie dann gesagt, da hat sie Schwierigkeiten gehabt an ihr sein Sache, weißt du, ja. Was von Sache? Weißt du, viel nennen sie so, wenn man sagt, ne, von die Persigide, die hat ihr gequält, ja. Eine Kokotte? Ja, die hat ihr gequält und so weiter, ja. Ach so. Und das haben sie ja dann in Großverzählerei gemacht davon. Ein großes Gespräch, wie das gewesen wäre, wie das sich verhalten hätte, ja. Opa. Und da hat sie dann gesagt, sie hätte da Schwierigkeiten dran gehabt. Und da hat dann eine Nachbarin gesagt, Olja, sie sollte dann mal hingehen, einen weißen Lumpen holen und Knoblauch, Zwiebeln, Wurstkraut und so weiter. Und sogar ein paar Tripsen Honig, ein Löffel voll Honig. Und das inwickeln und das muss drauflegen. Dass die Pein sollte fortgehen, die Schwierigkeiten, ja. Alles welchen, dann die Kokotte wieder zurechtgehen. Und da hat sie da zwei, drei Tage gemacht. Nix pariert, ja. Sie einmal dann hingegangen und das Telefon geholt. Ja, heutzutage hat für jeder einen Telefon. Ja, und da hat sie dann bei ihr seine Doktor hingestellt. Ach, beim Doktor? Ja, berühmter Doktor. Ah, wie der Feinsahn bei der Gynäkologisten. Ja, und da hat der Mann dann den Doktor gefragt, ja, Friede, hast du schon was besucht? Hast du schon was drauf gemacht? Ja, Doktor, hat sie dem das vorgesagt, was ihr alles da schon drauf gemacht hat, ja. Aha, hat sie alles ausgelegt? Ja, ausgelegt mit Zwiebeln und Knoblauch und noch weiter, Wurstkraut und ein paar Tropfen Honig und so weiter. Und da wäre der Doktor ja ruhig geblieben und da hat sie dann gefragt, denn euer Doktor, was meinst du? Ist das gut? Helft das? Euer, hat der Doktor da gesagt. Ja, so roh ist es schon gut. Agora, wenn das noch gewürzt werden, Tempere dran gedrückt. Ingelegt, dann muss das ja noch besser geben. Ja, ja.